Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, zurück bei mir. Heute wird Türchen Nummer 22 geöffnet. Ich habe viel zu erzählen. Ich würde sagen, wir öffnen mal die Türen. Wir fahren heute in Intercity mit Sandwich Vectron. Hier vorne die Vectron kann ich euch so zeigen, die andere zeige ich euch mit der Kameraansicht. Bisschen weihnachtlich heute wieder von MRCE eine Lackierung. Hohoho. Beweg was, frohe Weihnachten von Vlogs nennt sich das, glaube ich. Ja, ich habe gedacht, ist mal was anderes wieder. Strecke Bremen, Oldenburg-Bremen heute. Über Delmenhorst und dann mal schauen, wo es uns so hintreibt. Ich würde sagen, wir fahren so gegen 27 ab. Hinten haben wir natürlich heute die Ein einzig anders Lok von DB Cargo. Kann das sein? Ja, anscheinend schon. Habe ich im Miniatur Wunderland nämlich auch so gesehen. Am Intercity Dranghang. Und ich glaube, den einen oder anderen wird sowieso gefallen, wenn ich diese Lackierung hier als Lok hinten dran habe. Wäre natürlich cooler, wenn vorne dran, aber vorne ist ein bisschen weihnachtlich heute wieder. So, wir verschließen die Türen. Und dann können wir auch schon langsam abfahren. Ausfahrt steht. Türen sind verriegelt. Würde ich sagen, Abfahrt. Heute Scheißwetter, da komme ich gleich zu. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, es kann natürlich ein paar Lags geben zwischendrin oder Soundbugs. Aber es liegt nicht am Spiel tatsächlich, sondern leider an meinem PC. Weil der dann zu viel irgendwie am Laufen hat gerade. Wobei gar nicht viel drin ist. Aber, oder auf ist, anders. Aber egal. Wir fahren zu schnell, weil wir hier um geleitet werden, okay. Komisch. Hä? Okay. Muss man nicht verstehen, glaube ich. Entschuldige mich auch heute, wenn ich irgendwie was falsch mache oder so. Ich bin... Ich sag mal so, das ist das späteste Video, was ich je aufgenommen habe. Ja, wir fahren jetzt kurz und dann, sobald wir rollen oder vernünftig fahren, dann fange ich an zu reden oder erzählen. Also, wir Azubis vom Fernverkehr, also meine Klasse in dem Sinne, hatte überlegt, dass wir zum Mivula, wer nicht weiß, was das ist, Miniatur Wunderland in Hamburg, Modelleisenbahn, die größte der Europas oder der Welt sogar, bin ich mir gerade gar nicht, nee, der Welt eigentlich, müsste es sein. Wollten wir einfach mal hin, einen Tag, wir wollten mit Freifahrt hochfahren.
paar Stündchen bleiben, vielleicht noch über den Weihnachtsmarkt kurz huschen in Hamburg und dann den nächsten Zug dann zurücknehmen. Dann hieß es schon an dem Tag, ja, soll Unwetter kommen, Sturm. Wir waren alle so, ja, komm, das wird schon, wir werden ja schnell wie möglich dann wieder abhauen. Waren dann fertig, Miniatur Wunderland, sind dann noch auf dem Weihnachtsmarkt, beziehungsweise haben schon im Miniatur Wunderland dann gesehen, Zug fährt aus. Oh, noch ein Zug fährt aus. Und noch einer. Dann haben wir geguckt, okay, RE können wir nehmen. Sind wir Hamburg Hauptbahnhof. Also erst Weihnachtsmarkt nochmal kurz und dann Hamburg Hauptbahnhof. Ja. War anscheinend ein Fehler. Wir hätten wahrscheinlich direkt den nächsten Zug nehmen müssen. Oder sollen. Die Sache war nämlich die, wir waren dann Hamburg Hauptbahnhof, haben gesehen, alles komplett überfüllt. Der ganze Bahnsteig war voll. Und ja, RE hatte auch extrem Verspätung und so. Drei von uns sind dann irgendwie doch in den Zug rein und haben den dann noch bekommen und sind dann auf einmal weg gewesen. Und dann standen wir noch zu sechs da am Bahnsteig und haben alles versucht und geguckt und gemacht und getan. Wir haben dann so Hotels aufgesucht, weil wir schon wussten, na, das wird eh nichts. Waren dann wieder Richtung Hauptbahnhof, weil das Hotel, wo wir hin wollten, in eine andere Richtung war. Sind dann nochmal ausgestiegen, Hamburg nochmal raus. Dann den Zug wieder geguckt, ob wir noch reinpassen. Türen wurden wieder alle zwangsverschlossen. Zug war wieder komplett überfüllt und ist abgefahren. Und dann haben wir uns dazu entschieden, wir nehmen uns ein Hotel. Ein Zimmer pro zwei Leute, also drei Zimmer insgesamt. Haben uns noch einen schönen Abend gemacht. Wir waren noch an der Alster, war das glaube ich, waren wir noch essen abends. Sind nochmal über den Weihnachtsmarkt und alles. Und dann sind wir zurück ins Hotel, haben ein paar Stündchen geschlafen und morgens sind wir dann nach dem Frühstück, beziehungsweise sind wir zum Frühstück ins Casino in Hamburg gegangen. Casino ist eine Kantine von der DB. Und sind wir dann, nachdem wir fertig waren, zum Hauptbahnhof. Da ist es dann auch schon wieder Verspätung ohne Ende. Bereitstellung verspätet und so und überfüllt komplette hohe Auslastung. Und dann sind wir trotzdem rein, sind in den ICE 201 von Hamburg nach, ich glaube, wohin fährt er nach, Basel SBB. Und dann, ja, sind wir tatsächlich noch so gegen 17 Uhr oder so, 18 Uhr war ich in Essen. Und wir haben aber tatsächlich von Hamburg bis Essen komplett gestanden. Wir haben diese, ich weiß nicht wie viele Stunden, um 13.15 Uhr kam der ICE in Hamburg. 17 Uhr, 18 Uhr waren wir ungefähr in Essen. 17.30 Uhr so circa. Da kann man sich ja ausrechnen, wie lange wir unterwegs waren. Auf jeden Fall, wir standen komplett die ganze Fahrt. Aber wir waren glücklich, dass wir den Zug gekriegt haben und zu Hause waren. War trotzdem ein schöner Abend, wir haben uns das Schönste rausgemacht und ja, genau, das wollte ich erzählen. Der Grund dafür natürlich, richtig Sturmböen, Sturmwarnungen, Sturmflut, also da war alles. In Hamburg ging es erst, habe ich das Gefühl gehabt, heute Morgen los, so richtig mit Sturmflut. Aber Orkanböen und alles mögliche war halt gestern schon spät nachmittag Abend unterwegs und das hat halt sämtliche Bäume auf die Strecke geschmissen, Oberleitung teilweise abgerissen, Strecken gesperrt. In Willebad Essen ist sogar auf dem RE11 glaube ich sogar, Rhein-Ruhr-Express, die Siro C ist ein Baum draufgeknallt. Da mussten alle noch evakuiert werden und alles, also es ist nicht ohne gewesen.
nicht nur in oben im Norden und deswegen kamen wir da halt nicht weg. Aber genau, wie gesagt, wir haben uns so einen schönen Tag gemacht, bitte schönen Abend. Wird ein unvergesslicher Zeitpunkt sein, glaube ich, denke ich mal. Unvergessliches Erlebnis. Und ja, war lustig. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, dieses Schiedwetter heute zu nehmen. Wie ihr seht, haben wir ja Schiedwetter, Regensturm, weil ich fand, wenn ich davon heute schon erzähle, dann so ein bisschen auch das Thema. Ja. Warum wurde ich hier zwangsgebremst? 2000 Hertz? Oh ne, war da ein Prüfabschnitt? Ja, das ist so ein Thema, das habe ich ja noch gar nicht angesprochen, genau. Entschuldigt mich, wie gesagt, wenn ich hier heute Zwangsbremsung oder so bekomme. Ich bin komplett durch. Ich habe zwar im Hotel ganz gut geschlafen und meine Stunden wieder reingeholt. Davor den Tag. Oder? Oh, Entschuldigung. Vor dem Tag bis in die Nacht hatten wir nämlich auch, habe ich nur 3 Stunden geschlafen, weil ich noch ein Video vorher geschnitten habe für gestern, also für den 21. Weil ich ja wusste, wir sind den ganzen Tag unterwegs. Und wie gesagt, also entschuldigt mich, wenn ich hier irgendwie Scheiße baue oder so heute. Ich will einfach nur das Video online kriegen. Wir haben gerade sage und schreibe 23.30 Uhr, wo ich das Video aufnehme. Ich bin etwas müde von der Fahrt und generell von der ganzen Aufregung, was alles da passiert ist. Deswegen entschuldige mich, wenn ich hier irgendwie etwas falsch mache. Nehmt es mir nicht böse. Ich will einfach nur das Video für euch hochladen können. Wird wahrscheinlich eh erst am 23. gegen 1 Uhr oder so online gehen, denke ich mal. 0, 1 Uhr. Ja, aber egal. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Ich denke mal, da war irgendein Prüfabschnitt oder so. Entschuldige mich auch die Lecks und so. Ich weiß, ich verstehe es einfach nicht. Gut, ich habe jetzt wieder mehrere Bilder auf dem internen Speicherkarte, Speicherplatz, aber das ist schon traurig, dass es deswegen dann so ruckelt. Na, ich muss mal schauen. Einen elfteiligen IC haben wir heute. Natürlich ohne Bordpisto. Und ohne Steuerwagen. Bordpisto ist ja mittlerweile eigentlich Normalität, dass es keins mehr gibt. Leider muss man dazu sagen, aber ist nun mal so.
bisschen neblig ist, glaube ich, sogar auch noch. Naja, egal. Ist auch Buchholzberg oder so. Ja. Dann haben wir es auch nicht mehr allzu weit bis Delmenhorst. Dann fahren wir noch schnell weiter mit einem kurzen Halt in Delmhorst, weiter nach Bremen und dann ist es schon zu Ende. Bezüglich der Aktion mit den Kindern, mit den erkrankten Kindern aus dem Krankenhaus und alles, von der Fahrt auch 5.12. und vom Krankenhausbesuch 20.12. werde ich am 24.12. Wahrscheinlich. Oder bin ich mir ziemlich... Warum ging der Bahnübergang jetzt dazu? Egal. Werde ich ziemlich wahrscheinlich darüber alles erzählen, erklären, nochmal detailgetreu, was abgelief, vielleicht mal ein paar Bilder oder so einfügen. Das denke ich allerdings eher nicht, sondern da schaut dann gerne eher bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Da werde ich dann höchstwahrscheinlich irgendwann jetzt bald in den nächsten Wochen endlich mal Sachen, Bilder und Aufnahmen posten. Hatte bis jetzt leider wenig Zeit dafür. So, dann kommen wir auch unseren nächsten Halt rein, Delmenhorst. Habe ich gerade gemerkt. Ich nehme mal ein paar Knacker mehr rein. Sonst wird das, glaube ich, nichts mehr. Na gut, wir haben noch einen Kilometer oder so vor uns, ne? Ja, passt schon. So, 45 müssen wir da sein. Ich glaube, das kriegen wir hin. Im Moment hat man uns auf ein Gleis geschickt ohne Bahnsteig? Nee, ne? Oh, doch. Oder? Nee. Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein Bahnsteig. Müssen wir gleich mal gucken. Naja, hier ist ein Bahnsteig. Okay. Gut. Glück gehabt. Hier kommt gleich der 500er. Deswegen schon mal runter mit der Geschwindigkeit hier.
Da ist er. Ich denke mal, es wird auch nicht der komplette Zug an den Bahnsteig passen. Aber da müssen wir einfach mal gucken. So. Dann gucken wir mal kurz. Hier sind alle Wagen vorne dran. Die letzte Tür tatsächlich nicht, aber das ist nicht dramatisch schlimm. Gut. Dann einmal nicht die letzte Tür bitte benutzen. Ansonsten. Ja, moin. Ansonsten würde ich sagen. Lassen wir die kurz einsteigen und wir sehen uns dann gleich. So. 7:47. 2 Minuten Aufenthalt gehabt. Verschließen wir die Türen wieder. Und ab geht er. So, auf den 24. könnt ihr euch übrigens sehr freuen. Da wird es nämlich Sonderzüge geben. Oder Sonderzug, eher gesagt. Strecke verrate ich euch nicht. Zug verrate ich euch nicht. Ich verrate euch gar nichts. So, gut, dann fahren wir jetzt noch die 12 Kilometer nach Bremen und dann sind wir auch schon da. Das ist mir in Hamburg am Hauptbahnhof auch mal wieder aufgefallen. Die Leute gehen wieder viel zu nah an den Bahnsteig. Sobald der Zug reinkommt, rennen die gefühlt aufs Gleis. Es ist einfach unfassbar. Die begeben sich in Lebensgefahr, auch wenn der Zug mit, sagen wir mal, 5 oder 10 km/h reinrollt. Es ist egal, es ist gefährlich. Wenn man da einmal zwischenkommt, Matsche. Oder zumindest irgendwelche schweren Verletzungen.
Wartet doch einfach hinter der weißen Linie, der Zug wird schon nicht ohne euch abfahren. Es sei denn, ihr, was ich auch wieder gesehen habe in Hamburg, rennt draußen am Zug zur Tür oder beziehungsweise zum Wagen, wo ihr hin müsst, anstatt drinnen durch den Wagen zu gehen, beziehungsweise einfach gar nicht rumlaufen, einfach in den Zug rein und einfach, da war eh kein Platz. Also ich weiß nicht, warum man da zu seinem Wagen rennt. Wenn man eine Sitzplatzreservierung hat, ja okay, gut. In manchen Fällen werden die aufgehoben, heute wurden die nicht aufgehoben, das stimmt. Heute waren sie teilweise sogar verpflichtend für Fahrräder und so. Aber dann kann man ja irgendwie gucken, dass man da durch die Menschenmenge durchkommt. Also die Fluchtwege und so müssen eh eigentlich frei bleiben. Deswegen wird ja auch immer geguckt, dass nicht der komplette Zug überfüllt ist, dass wenigstens ein paar Lücken noch sind, dass man im Notfall noch einigermaßen da rauskommt, schnell und zügig rauskommt. Aber ja, das kann man so einfach sagen, aber dieses Machen dauert dann immer so. Da haben wir hier ohne 60er. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, dann kommen wir auch schon in Bremen gleich rein. Video wird wahrscheinlich auch wieder so eine halbe Stunde, 35 Minuten gehen, aber ist ja auch nicht schlimm. Dafür, dass es so spät jetzt online geht, erst ist es mal ausnahmsweise ganz okay. Hat wahrscheinlich auch wieder viel zu früh abgebremst hier wahrscheinlich, denke ich mal. Naja. Zugbeeinflussung.
Sind alles nur Wiederholer, ne? Ja. Der hier aber nicht. Zugbeeinflussung. So, wir sind ja ganz gut durchgekommen, dafür, dass es Sturm war oder das Sturm ist. Haben wir nochmal Glück gehabt. So. Das wird tatsächlich sehr knapp. Wegen dem weichen Anschluss. Gehen wir aber schon hin. So. Wir könnten rein theoretisch noch ein Stück fahren, aber dürfen wir auch gar nicht mehr, weil wir müssen das Signal ja sehen und wir sehen es jetzt schon nicht mehr richtig, zumindest in TSW nicht, weil wir uns nicht ducken können. Da, so würden wir es nämlich sehen. Ja gut, egal, passt schon so. Lassen wir so stehen. Zack. Türen auf. Und dann würde ich sagen, war es das auch wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Etwas chaotisches und müderes Video. Also müderes vom Feeling her, vom Sprechen her. Aber ja. Vielleicht ist ja immer noch besser, wie gesagt, als gar keins. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächstes Mal heißt quasi... Wahrscheinlich, weil das Video erst später online geht. Heute 18.15 Uhr versuche ich es hochzuladen. Muss ich aber schauen. Türchen 23 dann. Dann ist auch nur noch ein Tag bis Weihnachten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.